Wunderbar, wunderbar. So, gut. Wir spielen Masken des New Alastotep. Ich glaube, wir sind mittlerweile offiziell bei Folge 19, 20 irgendwie. Ist schon eine ganze Weile jetzt auch. Und wir haben ja noch 3, 4 Sessions, die wir noch gar nicht aufgenommen hatten, ne? Ja. So, gut. Wir sind zurück in London, beziehungsweise, weiß ich nicht, ihr seid in Derby. Ich weiß ja nicht, ob ihr vielleicht dann noch in dieser Firma vorbei wolltet, die da in Derby erwähnt wurde. Und wir hatten ja so einen kleinen Spin-off quasi gemacht. Das letzte hatte ja gar nichts so mit diesem Hauptplot eigentlich zu tun. Von daher geht es jetzt wieder zurück. Und vielleicht erklärt ihr mir mal, was so passiert ist in dieser Gavigan-Geschichte und was ihr da jetzt überhaupt so vorhabt. Ja, der Gavige ist ja der neue Vertreter von der Penyu Foundation, der damals mit auf die große Reise gegangen ist. Und der hat anscheinend... Gavigan ging nicht mit. Gavigan blieb zurück und wurde dann zum neuen Vertreter, weil der eigentliche Mr. Penyu in der Carlyle-Expedition, so viel wir wissen, gestorben ist. Genau. Dann habe ich mich vielleicht mal falsch ausgedrückt. Ja, und wir haben halt von ein paar Leuten aus London halt dann erfahren, dass er anscheinend der Anführer der dortigen Sekte ist und Magie benutzt, um mit einem Schattenwesen zu beschwören und seine Gegensacher, die ihn daran hindern, mehr Macht zu erlangen, einen nach dem anderen zu töten. Ja, und was hattet ihr jetzt vor? Ihr hattet dem noch seine Butze abgebrannt, ne? Ihr seid quasi in die Penyu Foundation eingebrochen. Und dann meinte unser guter, wie hieß er nochmal? Pranit? Pranit, nicht Sajid. Pranit meinte irgendwie, sich in Monster verwandeln zu müssen. Und dann habt ihr den da abgefackelt in dem Keller. Und dann ist die ganze Bude abgebrannt von der Penyu Foundation. Und deswegen vermutet ihr, glaube ich, gerade, dass er so ein bisschen stinkig auf euch ist, der Gavigan, ne? Der weiß ja nicht, wie das waren. Nee, kann er sich ja auch überhaupt nicht denken. Nein. Also wir wissen, wo er wohnt, was für ein schönes Haus er hat. Und die Mr. Peak hat doch gemeint, wir sollen den besuchen, oder? Genau, die hatte die Idee, dass... Die Mr. Peak hatte, glaube ich, vorher schon gesagt, ihr sollt ihn umbringen. Als er davon noch nichts geahnt hatte. Da hat die, glaube ich, gesagt, geh mal hin und kill den. Aber ihr habt euch dafür entschieden, lieber bei dem einzubrechen und seine Bude abzufackeln. Ja, unsere Mordlust haben wir erst in dem Keller entdeckt, oder? Hey, ich war da nicht dabei. Ja, ist alles gut. Dass der da einen Priester... In einem früheren Leben vielleicht. Dass der ein Priester sein sollte, das wussten wir ja zu dem Zeitpunkt auch noch von niemandem anders als von der Miss Shafiq, die uns auch irgendwie komisch vorkam und von der wir ziemlich sicher sind, dass die auch so ihre eigenen Beweggründe für das Ganze hat. Und wir wollten uns da nicht irgendwie so zu ihrem, ja, Auftragsmörder machen lassen. Ja, sie hatte ja doch auch die ganze Carlyle-Expedition ausgestattet damals. Also sie hatte auch damals ihre Finger im Spiel. Ja. Wir waren auch nach wie vor noch, dass wir bei ihr irgendwo eine Klappe im Boden gesehen haben, die wir eigentlich uns angucken wollten, wo wir aber auch noch nicht weitergekommen sind. Wo, bei der Zara? Oder habe ich das falsch? Nee, die Klappe im Boden, siehst du, da geht's dir jetzt so wie mir, die Klappe im Boden war in dem Zuhause. Ah, okay, das war das am Hafen in New York. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, gut. Ja. Dann begrüßen wir mal eben den Alfie, den Jack Crom und den Gelbwurstfieber. Moin, ihr Lieben, seid herzlich willkommen. Wenn irgendwas mit dem Stream nicht stimmen sollte, haut auf jeden Fall einen Kommentar raus, damit ich da was dran drehen kann. Und ja, ihr seid immer noch in Derbyshire. Wo soll's hingehen? Was habt ihr vor? Unterrichtet mich, ich esse hier in der Zwischenzeit meine Pizza nebenbei. Erstmal die Fliege wegwischen, die auf den Ohren fliegt. So.
Das war jetzt Lesser Idyll und Derby war die nächstgrößere Stadt, oder? Mhm. Genau. Da sollte, was sollte denn da nochmal sein? In Derby? Gute Frage. Diese Firma, wo wir in der Penhew Foundation irgendeine Rechnung oder irgendetwas gefunden hatten, die irgendetwas für die Penhew Foundation gemacht hatte. War denn da nicht irgendwas von Tresor? Haben wir diese Rechnung noch irgendwie, dass wir die nochmal angucken könnten? Schau mal. E06. Ja, E06, Quittung begehbar Safe. Die Safe-Firma ist in Birmingham, aber geliefert und eingebaut Hansen Manufacturing Derby. Aha. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es irgendwo einen begehbaren Safe gibt, den wir noch nicht gefunden haben. Man könnte jetzt... Aber wir haben die Bude abgefackelt. Es kann ja auch in seinem Landhaus sein. Stimmt. Stimmt. Aber wenn wir jetzt schon in Derby sind, könnten wir der Firma doch einen Besuch abstatten. Vielleicht gibt es einen Mitarbeiter, der uns irgendwie sagen kann, wo dieser Safe ist. Sonst wissen wir wenigstens, dass das in dem Keller ist, den wir abgefackelt haben. Ob der vielleicht durch einen, was war das? Einen Pharaonen-Sarg irgendwie ging. Ja, einfach verraten worden, die das nicht. Ich fürchte, da müssen wir wieder einsteigen. Ja, das ist mir schon klar. Freundliche Überzeugung. Also, wenn wir eh schon in Derby sind. Wäre das sicher... Es würde sich anbieten. Ja. Also fahrt ihr nach Derby. Ja. Nach, Hansen Manufacturing. Mhm. Mich irritiert immer total, dass da drüber immer Ernest Whitfield steht. Aber gut, Hansen Manufacturing haben die auch nur geliefert und eingebaut, ne? Ja, aber das interessiert uns ja, wo der eingebaut wurde. Okay, gut. Dann macht ihr euch auf den Weg, setzt euch in euer Auto und fahrt darunter. Ihr seid so 2-3 Stunden unterwegs und kommt dann in einem in Derby an. Industriestadt. Da gibt es halt auch so ein Industriestadtteil quasi. Wie wollt ihr die Firma denn finden? Da gibt es bestimmt irgendwo eine Telefonzelle, wo man dann mit dem örtlichen Fräulein vom Amt telefonieren kann. Branchenverzeichnis. Ja. Oder ein Telefonbuch, wo man möglicherweise auch einfach die Adresse nachschlagen könnte. Ja, du suchst in dem Telefonbuch nach und findest dort dann auch die Adresse und ihr fahrt zu dem Gebäude oder zu der Firma und kommt dann dort an. Ihr seht eine große Ziegelsteinbackmauer. Backsteinmauer, so. Ziegelsteinbackmauer. Eine große Backsteinmauer. Und dahinter sind halt die Gebäude, die auch aus roten Ziegelsteinen gefertigt sind. Sieht man dort irgendwelche Lastwagen, Mitarbeiter? Seht, dass da halt einige Tore sind, durch die man halt auf den Hof kommt und auch in die Gebäude, die dahinter sind. Und da sind so einige Schuppen und sowas. Und ihr seht, dass an dem Eingang halt so ein Sicherheitstyp steht von so einer Sicherheitsfirma. Und halt da kontrolliert, wer rein und raus geht. Und dann ist da so eine Einfahrt für LKWs, die rein und raus fahren. Und da ist relativ geschäftiges Treiben. Mr. Green? Ja? Ich würde Ihnen hier den Vortritt lassen. Ja, mit was für einer Geschichte wollen wir dort rein? Oder wollen wir nicht erst einmal beobachten? Oder? Ach, ich denke, wenn Sie den Herrschaften erklären, Sie haben bei Whitfield einen Safe gekauft und Sie bräuchten jemanden, der das liefert und montiert, dann... Vielleicht könnte man sich auch auf eine Empfehlung beziehen.
Man habe von Mr. Gavigan eine Empfehlung bekommen und der wäre mit dem Mitarbeiter so zufrieden gewesen. In Ordnung. Ja, das können wir auch immer noch erwähnen. Ja. Vielleicht ist dieser Mitarbeiter bereit für klingende Münze, mehr zu erzählen. Ja, fragen wir einfach erst einmal, ob sie so etwas machen können wie Safe einbauen. Ja. Ich sage einfach, dass im ersten Schritt würde ich Gavin gar nicht erwähnen, sondern ich würde im ersten Schritt sagen, dass mir die Firma Whitfield das empfohlen hat, wenn die den Tresor eingebaut haben. Müssen die ja auch mit Hansen Manufacturing zu tun haben. Ich würde doch den Tresor, wenn es ein begehbarer ist, nicht einfach anliefern und dann erst getrennt jemand beauftragen. Das werden die direkt an Hansen geliefert haben und die dann eingebaut haben. Ihr seid jetzt bei Hansen, ne? Ich würde, wie gesagt, ich würde es über Whitfield probieren, dass mir die Firma Whitfield gesagt hat, dass Hansen Manufacturing Tresore Aber ich. einbauen kann. Was Mr. machen Green, Sie ich denn? denke, die genauere Antwort bekommen wir, wenn wir sagen, es war ein Freund, der uns diese Firma empfohlen hat, der ebenfalls bei Whitfield eingekauft hat. Ja, das kann ich auch So noch könnten wir ergänzen. Ja. unverfänglich auch fragen und Ja, das kann dass ich auch der noch mal Safe ja fragen. Das ist eine auch dem Feuerstand gehalten hat, etc. pp., dann könnte man vielleicht über diese Schiene versuchen herauszufinden, ob er in London stand oder in seinem Privatanwesen. gute Idee. Ja, Was, das wenn bekommen die. wir hin. Eins nach dem anderen. Ich würde nicht gleich mit allem herausrücken. Ist das denn die einzige Information, die wir heraushaben möchten, ob das der begehbare Safe ist in der Penny Foundation? Oder Na, wenn vielleicht. er in seinem Haus ist, dann würden wir zumindest wissen wollen, wo im Haus, im Keller oder in einem anderen Geschoss. Naja, Wenn vielleicht. er in der Penhew Foundation ist, würden wir wissen, dass wir ihn schon gesehen haben. Wenn er nicht in der Penhew Foundation ist, hätten wir zumindest einen kleinen Vorteil, bevor wir in sein Anwesen einsteigen. Vielleicht gibt es ja auch vom Hersteller selber, dass es da eine Möglichkeit gibt, den alten Code zu überschreiben oder sowas. Vielleicht könnte man sowas vielleicht auch in Erfahrung bringen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber es ist eine sehr sicherheitsrelevante Frage, ob Sie uns die so einfach beantworten. Ich glaube auch nicht, dass es geschickt wäre, gehen wir alle vier hinein. Da mögen Sie recht haben. Mr. Green als Käufer mit einer Sekretärin. Ja, dann, wie Durchaus. gesagt, würden wir einfach mal probieren, was wir herausfinden. Vielleicht ergibt es. Ich meine, wenn die uns relativ schnell Auskunft geben, muss ich vielleicht Gavigan gar nicht erwähnen und die Penny Foundation. Vielleicht steckt da auch nicht viel dahinter. Ja, wer möchte mitkommen? Miss Brown, ich würde Ihnen den Vortritt lassen. Gut. Ich begleite Sie gerne, Miss Irene. Immer einen Schritt hinter Ihnen. Lassen wir uns vielleicht von einem Taxi hinfahren. So. Ja. Ihr seid doch jetzt gerade da. Also ihr wollt jetzt nochmal um die Ecke und ein Taxi und da rein oder was? Ja, das sind wir vorbeigefahren und jetzt gehen wir im Taxi. Ja, dann würde ich aussteigen, der Madeline noch die Tür aufhalten und Vielen Dank. zielstrebig Richtung Eingang von dem Hansen Manufacturing laufen. Ja. Also Pforte oder. Er kommt da an, wie gesagt, der Security-Mitarbeiter steht halt davor und steht halt so auf. Der hat da in einer bequemen Lage gesessen und steht jetzt auf, als er näher kommt. Ist es wirklich nur eine Wache oder ist das wie so eine Pforte, so ein Empfang, wo man sich auch anmeldet bei einer Firma?
Genau, so ein Empfang bei der Firma, wo man sich anmeldet, genau. Ja, guten Tag, junger Mann. Ich hoffe, guten Tag, Sir. Mir wurde die Firma hier empfohlen bezüglich Einbauten von Safes. Ist irgendein verantwortlicher Verkäufer, Geschäftsinhaber von der Firma da, mit dem man sprechen kann bezüglich eines Auftrags? Ich schau mal eben im Kalender, warten wir mal einen Moment. Wer blättert da in so einem Kalender hin und her? Und überfliegt die Zeilen, die er da findet. Ja, Mr. Miller ist da, den könnten Sie sprechen. Ach, das klingt doch fantastisch. Ja, ich rufe mal eben durch. Du siehst, wie er da so ein Ding betätigt und dann kommt nach kurzer Zeit eine Antwort und er sagt, ja, Mr. Miller hätte Zeit für Sie. Sie müssen hier durch und der zeigt jetzt auf den Hof und zu so einem großen Backsteingebäude, was das ist. Da den Haupteingang rein, die Treppe hoch und das erste Büro auf der rechten Seite, da sitzt Mr. Miller. Gut, vielen Dank. Vielen Dank. Nicht dafür. Er beißt in seine Stulle, setzt sich hin, nimmt sich wieder seine Zeitung und liest sie weiter. Ja, ihr geht über den Hof, schaut euch so ein bisschen um. Ihr seht halt zum größten Teil junge bis mittelalte Männer, die sehr körperlich anstrengende Arbeiten zu verrichten scheinen. Die heben da große Paletten auf Kräne hoch und sowas und haben da halt so Stahlträger und sowas, also hauptsächlich schwere Dinge, die da irgendwie produziert werden. Und ihr seht, dass da einige Paletten stehen, die jetzt gerade auf einem LKW verladen werden sollen und geht dann halt so rüber zu diesem Backsteingebäude, öffnet die Tür und kommt in so einen verrauchten muffiges Backsteingebäude, in dem halt der Boden schon ganz abgelatscht ist und alles so, der Rauch hängt halt völlig in der Luft, weil da halt viele Leute anscheinend sich eine schöne Ernte 23 gönnen, ja. Ich würde gerne nur mal einen Blick über die Schulter machen und in diesen Hof schauen, ob ich erkennen kann, was einerseits auf den Lastwagen steht und ob andererseits auf den Kisten Firmen beschriftet sind, an die das geht oder so. Dann machen wir mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen, weil jetzt bist du ein bisschen weit weg, ob du da in dem Moment dran gedacht hast und da einen Blick erhalten. Ja, prinzipiell hätte ich es gern gemacht beim Gang über den Hof, aber du hast uns so schön schnell da durch. Okay. Ich wollte eigentlich auch fragen, ob wir da vorbeigehen können. Ich würde auch gern schauen, ich probiere es. 55, super. Nee. Wie sieht es mit Glück aus? So weit weg. Ja, ich gebe dir viel Glück aus. Du siehst, dass diese Pakete nach Shanghai gehen sollen. Diese Paletten. Ich würde mir das merken. Ja. In mein kleines Notizbuch schreiben. Steht da irgendwie genau drauf, wo in Shanghai oder einfach immer nur Seefracht Shanghai? Dann konntest du so eben vorbei laufen jetzt nicht erkennen. Möchte ich mir merken für den Rückweg vielleicht. Okay. Ja. Dann würdet ihr jetzt vor der Tür von Mr. Miller, hieß er, glaube ich, stehen. Ja. Ja. Er klopft an. Ja. Und ein brummiges herein. Guten Tag, Herr Miller. Guten Tag. Setzen Sie sich. Ich hoffe, er stört Sie nicht, wenn William ich esse. William Bixby und meine Assistentin. Ich habe den ganzen Tag noch nichts im Magen gehabt. Ja, morgen raus, Kaffee und ein Brötchen. Und jetzt sitze ich hier bis heute Abend um
17 Uhr wieder. Muss nach Hause kommen. Und ich wette, Martha hat mir dann noch nicht mal was Ordentliches zu essen gemacht. Mahlzeit. Immer nur Stullen mit Leberwurst. Jeden Tag Stullen mit Leberwurst. Ist ja so ganz gut, aber jeden Tag ist ja auch nichts. Kann man von leben. Nein, bin schon froh, dass ich nicht dieser Smith bin. Er kriegt immer nur Brokkoli, wenn er nach Hause kommt. Noch schlimmer. Ein übles Leid, also, des armen Kerl. Aber entschuldigen Sie. Man soll ja nicht mit vollem Mund reden, aber wir sind ja hier unter uns, schaut ja keiner zu. Was kann ich für Sie tun? Miller, mein Name, Miller. Ja, Bixby, wie ich sagte, William Bixby, meine Assistentin Stevenson. Nun kommen wir direkt zum Geschäft. Sie wurden mir von der Firma Whitfield und Co. Ja, er steht einmal so auf und bietet euch halt einen Platz an. Da sind halt so zwei grüne Ohrensessel, wo ihr euch hinsetzen könnt. Ja. Warte mal, ich mach mal hier die Tür zu. Kann man ja nicht ertragen. Lärm hier. So, entschuldigen Sie. Bitte, was haben Sie gesagt? Sie wurden mir von der Firma Whitfield empfohlen. Whitfield? Ja, Tresor Whitfield, Birmingham. Die meinten, bedauerlicherweise könnten die Firma zwar sehr gute Safes in Maßanfertigung herstellen, allerdings bei dem Einbau haben sie mich auf Drittfirmen verwiesen und da meinten sie, sie hätten kürzlich, oder was heißt kürzlich, vor einiger Zeit, für Whitfield ein Tresor eingebaut. Und nun wollte ich fragen, ob sie das generell machen. Also, ein Tresor. Ja. Sie meinen das bei der Penio Foundation? Ja, ich glaube, das war was er erwähnte, was sie zum Beispiel eingebaut hätten, ja. Aber woher wissen die davon, dass wir beim Chef einen Tresor eingebaut haben? Wie gesagt, die Firma Whitfield hat, als ich nachgefragt habe, wer denn dann auch die Tresore installieren kann, unter anderem ihre Firma genannt. Dann dachte ich mir, ja, in der Nähe von Derby ist nicht weit, so weit von London weg. Und angeblich haben die schon mal in London einen Safe eingebaut. Okay, haben die noch nie was von Datenschutz gehört? Aber ich meine, mir soll es egal sein. Ja, wir haben einen Tresor eingebaut beim Chef im Keller, ja. Irgendwie klingt das jetzt gerade so, wie wenn das nicht ihr Hauptbusiness wäre. Wie meinen Sie das? Tresoreinbau und solche Spezialitäten. Ja, das machen wir auch. Wir machen halt alles Mögliche, was so mit Handwerk und Metall und solchen Dingen zu tun hat. Ja, ja, gut. Also, dann wäre das prinzipiell möglich, dass Sie in London in meinem neu erworbenen Privathaus ein Tresor einbauen? Ja, das wäre schon möglich. Möchten Sie mir mal Ihre Adresse geben, dann schreibe ich mir mal die Daten auf und würde mal vorbeikommen und mir das mal angucken. Ja, das wissen wäre... Sie, also große Tresortüren sind meistens Maßanfertigungen und da müsste mal jemand rauskommen, sich das Ganze einmal angucken und durchmessen und... Ich lasse Ihnen die Adresse gleich zukommen, ist überhaupt kein Thema. Dann würde irgendeine... Was meinen Sie damit? Die Adresse. Sie wollten doch die Adresse... Ach so, ich dachte, Sie sagen mir die und ich schreibe die auf. Ich nehme Ihnen die Arbeit gerne ab, ist kein Problem. Danke. Wer sind Sie, Miss? Mein Assistent. Stevens, die Sekretärin. Ach so, entschuldigen Sie, ich war so mit meinem Essen vertieft, ich habe kaum mal anders mitgekriegt. Wissen Sie, wenn ich Hunger habe, dann werde ich so richtig zur Diva. Ja, ein Bär, so wie mein kleiner Fred zu Hause. Fred? Sie sind verheiratet, oder was? Ja. Hätten Sie das jetzt nicht gedacht? Doch. Wechseln wir das Thema, das wird nur peinlich. Ja. Wie läuft... Können wir das dann entsprechend, wenn ich einen Liefertermin von der Firma habe... wie viel Vorlaufzeit benötigen Sie? Also, wie läuft das mit der genauen Planung? Ich meine, also, wenn wir die Ware bei Whitfield abholen können, brauchen wir, es wäre ganz gut, wenn die uns so 2 Wochen Vorlaufzeit geben.
Dann können wir alles, also wir sollten jetzt dann alles ausmessen, gucken. Dann können Sie mit unseren Unterlagen die Ware bei Whitfield bestellen und die wäre dann vermutlich in 2 bis 3 Wochen da und dann könnten wir sie abholen und sie einbauen. Ah, perfekt, das ist fantastisch. Ja, der Empfehlung ja richtig Gold wert. Ja, super, dann nur noch die grobe Frage. In welchem Preisrahmen in Pfund bewegen wir uns denn da bei dieser? Boah, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Da muss ich mir erst den Ort angucken. Ich weiß ja gar nicht, wie groß die Tür sein muss und alles. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ah, also wenn sie ähnlich sein soll wie bei Mr. Gavigan, der war, glaube ich, so bei ungefähr 150 Pfund, glaube ich, waren das. Ja, das ist der vernünftige Preisrahmen. Ja. Gut. Perfekt. Ich liebe es hier in England, Geschäfte zu machen und ich gebe ihm einen kräftigen Handschlag. Oder ja, du gibst ihm einen kräftigen Handschlag und hast danach so Mayonnaise und Essensreste von seinem Sandwich. Oder fehlt noch irgendetwas in unserer Liste? Sie haben doch die Checkliste, was ich beachten muss bei diesen ganzen Sachen. Nein, ich denke, soweit haben wir alles. Hatten wir uns darüber unterhalten, ob es auch möglich ist, so etwas in Privathäuser zu installieren? Also das ist ja egal, wo das Ganze eingebaut wird. Ich sag immer, Türrahmen ist Türrahmen. Sehr gut. Nein, ich denke, dann haben wir alles. Gut. Alles Weitere bezüglich Termine werden wir dann besprechen bzw. telefonisch bearbeiten, ne? Ja, gut. Hört sich gut an. Vielen Dank. Ihr Name war nochmal? Bixby, William Bixby. Er macht sich halt auch so eine Notiz, damit ich weiß, ob ich eine Erinnerung habe, wenn ja, sie sich klar melden. Okay. Vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag hier in Derby. Und guten Appetit und viel Glück mit dem Abendessen. Ja, das hoffe ich mal. Naja. Auf, dass es kein Brokkoli ist. Na, den kriegt ja immer der Smith. Na dann, schönen Tag. Vielen Dank. Schönen Tag. Beim Rückweg wird man nochmal versuchen, ob wir nochmal einen Blick erhaschen können, wie groß denn die Kisten sind, wo die da verladen. Oder die Kisten sind so wie so Europaletten und die sind ungefähr 1,50 Meter hoch. Da sind halt so wie bei Diana Jones quasi so Holzkisten draufgepackt. Kann man da irgendwie im Vorbeigehen das Etikett lesen oder genauer erhaschen, ob das was mit Luftlöcher ist für Tiere oder ob das irgendwie... Luftlöcher sind da tatsächlich nicht dran. Tatsächlich so draufgeschrieben ist, fragil oder handle with care, explosive oder irgend so. Also was habe ich gesagt? Nach China soll das Ganze gehen. Ja, nach Shanghai. Shanghai. Ah, okay. Shanghai. Und vor allem auch, ob man irgendeinen Eindruck gewinnt, wie schwer die Kisten sind. Also müssen die da Mords mit dem Seilzug oder irgendwas, oder dem Stapler, wenn es sowas damals schon gab, arbeiten oder heben das halt ja, 2 oder 4 Leute die haben ja so einen Kranmechanismus, mit dem die Sachen halt hochziehen können, um die auf die Ladeflächen zu packen. Das sind halt so offene Laster. Ne, wie man die so aus diesem alten Film kennt. Also schon durchaus schwer, das Zeug. Was ja, ja, auf jeden Fall sehr schwer, sehr groß und wird mit dem Kran halt hochgezogen. Und ihr seht halt nur, dass es nach China geht. Okay. Ich würde mir noch so versuchen, wie ist das eigentlich? Ist das ein großes Gebäude und ein Hof davor? Oder sind das mehrere? Das sind mehrere Gebäude. Das sind, ihr wart in einem großen Backsteingebäude links. Rechts ist noch ein ziemlich großes Gebäude. Sieht aus wie so ein Schuppen. Ja, und sonst seht ihr da nichts. Es kann natürlich sein, dass hinter dem Gebäude, in dem ihr gerade wart, noch irgendwie was ist. Da ist aber die Sicht blockiert. Hohe Mauer oder Zaun drumherum? Die Mauer ist 3 Meter hoch. Also ordentlich. Und sieht man sonst irgendwie Wachen, irgendein
irgendwelche Leute, die sonst tatsächlich noch da entlanglaufen oder sowas? Hunde? Nee, ansonsten sind da jetzt keine Wachen unterwegs, nur Arbeiter. Ja. Ja, dann hätte ich genug gesehen und wir würden mal wieder rausgehen. Ja. Und zu den anderen zurück. Na, das war sehr interessant. Was glauben Sie, was der gute Herr Miller, mit dem wir gesprochen haben, als erstes herausgerückt hat, wo er sich etwas versprochen hat? Beim Chef. Der Tresor wurde beim Chef eingebaut. Diese Firma gehört der Penhew Foundation und Mr. Gavigan. Albert, Sie sind so stumm. Ja, Chef kann man aber auch zu einer Person sagen, die einen einfach höher gestellt ist als man selber. Nein, nein, er hat es mehrfach gesagt, 2 oder 3 Mal beim Chef und bei der Penhew Foundation und so weiter. Er hat wirklich beim Chef gesagt. Und er hat es mehrfach wie erwähnt. Also es war nicht so ein der Chef von, sondern beim Chef, so wie sein Chef. Ist es dann vielleicht nicht auch möglich, dass er für den Herrn Gavigan direkt arbeitet? Und zwar nicht als Teil seiner Firma, sondern in seinen anderen Geschäften? Es wäre denkbar. Aber er muss eine direkte Verbindung zu ihm haben, sonst wäre es wohl kaum sein Chef. Gibt es es muss doch hier auch eine Art Handelsregister oder irgendetwas geben, wo solch eine Firma und der Besitzer eingetragen wird. Da könnte man im Zweifelsfall noch einmal nachfragen. Aber jetzt erst einmal, Madeline, erzähl doch noch, was du herausgefunden hast. Das Interessanteste war, wohin sie ihre Ware verschiffen. Nämlich nach Shanghai. Okay, und das sagt ihnen genau was jetzt? Oh, das wissen sie noch nicht. Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass die Carlyle-Expedition tatsächlich auch mit Shanghai in Verbindung steht. Shanghai? Ja, es gab Hinweise darauf. Es wurden nicht nur von unserem Freund, der eben verstorben ist, in diese Richtung ermittelt, sondern es wurden auch Hinweise dahingehend gefunden. Ja, ob nicht sogar einer der Teilnehmer davon in Shanghai gesichtet wurde, obwohl er eigentlich tot sein sollte. Das war Hongkong, aber ja. In der Penhew Foundation gab es auch Kisten von einem Hofang-Import-Export in Shanghai. Ja. Und unser Freund hatte ein Streichholzbriefchen der Stumbling Tiger Bar in Shanghai. Das ist auf jeden Fall eine wirklich interessante Entwicklung. Damit hat sich dieser Ausflug und Abstecher hierher doch wirklich gelohnt. Ja, vielleicht sollten wir auch überlegen, ob wir nicht eher Shanghai als Ägypten anlaufen, wenn wir uns von hier fortbewegen. Das sollten wir entscheiden, wenn wir mehr weitere Informationen haben. Die Frage ist, reicht uns das oder wollen wir heute Nacht Hansen Manufacturing einen Besuch abstatten, um mehr herauszufinden? Haben Sie etwas herausfinden können, in welchem Stockwerk der Safe steht oder wie der Zugang dorthin ist? Ich meine, ich bin kein Safe-Knacker. Wir haben weder einen Code noch einen Schlüssel. Also der Safe, den Sie eingebaut haben, war tatsächlich in der Penhew Foundation. Die Firma wird ja auch einen Safe haben, aber das haben wir nicht gesehen. So, mit kleineren Schlössern werde ich auf jeden Fall zurechtkommen. Ich bin zwar, kein Safe-Knacker, wie man so schön sagen möchte, aber mit kleineren Schlössern, da werde ich schon fertig. Das würde ich schon hinbekommen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, in diese Firma einzusteigen, was wir uns davon erhoffen zu erfahren. Es war eine offene Frage, deswegen... Ob wir nicht mehr erfahren würden, würden wir uns bei Gavigan umsehen. Nun, Sie meinen in seinem Landhaus oder? Ja. Ja. Jetzt eine kurze Frage, Ote. Wissen wir, wo das Landhaus ist? Ich weiß gerade noch, dass es ein Landhaus gab. Okay. Nein?
Wissen wir nicht. Doch, das hat uns doch die... Ja? Hatte uns das nicht die Miss Dafik gesagt? Ich meine, die hätte uns das gesagt. Wo er wohnt, hat sie euch gesagt. Ja. Ja, das schon. Halt, wo sein Land aus ist. Was, wo wir einbrechen sollten. Und die seine Machenschaften zerstören sollten. Wo sie seinen Tempel vermutet und so. Also ich denke schon, dass das dann sein Haus ist, wo er wohnt. Für mich war das auch immer ein Ort gewesen, deshalb war ich jetzt irritiert. Nee, ich dachte, es gibt ein Landhaus und ein Stadthaus. Aber sie hat uns dann auch von einem Landhaus erzählt. Oder wie wir vorher wissen davon. Okay. Weil das, also das Stadthaus wäre jetzt ein bisschen... da müsste er dann gerade auf seinem Landhaus sein. Die Frage ist also, ob wir erst einmal schauen, ob er gerade auf dem Landhaus weilt. Wenn ja, dann fahren wir vielleicht zum Stadthaus. Wenn er nicht dort ist, dann könnte man sich im Landhaus ja einmal umschauen. Wenn ich das richtig weiß, dann waren die Kultisten doch immer zu Neumond aktiv. Das heißt, wir haben jetzt zumindest Zeit, weil wir jetzt gerade erst Vollmond hatten, sollten die Kultisten ja im Moment nicht aktiv sein, selbst wenn er es wieder geschafft hat, irgendwoher Opfer zu bekommen oder ähnliches. Und dann gab es doch noch den Hinweis, dass die Opfer nach außerhalb Londons gebracht wurden. Mhm. Ja, genau. Das wäre doch auch noch eine Möglichkeit, es näher zu untersuchen. Ja, dann auf zu seinem Landhaus. Zurück nach London müssen wir ohnehin. Wollten Sie da nicht vielleicht auch vorher noch mal ein bisschen was Informationen sammeln, was in der Abwesenheit jetzt von Ihnen passiert ist? Haben Sie da wir vielleicht könnten noch beim Discoop anrufen, ja? Einen Sprechpartner zufällig, die Sie noch von Zeit ins London haben? Ja, beim Scoop könnten wir anrufen. Wir könnten auch versuchen, Miss Shafik anzurufen in ihrem Laden. Naja, der trauen wir ja nicht ganz so. Versuchen wir es erst einmal beim Scoop. Sollen wir dann vielleicht auch nochmal bei einem Zeitungsladen oder beim Zeitungsjungen anhalten, dass wir uns mal so die aktuelle Zeitung holen? Sie sagten ja, dass der... Das ist eine gute Idee. Dass der ja irgendwelche Morde machen möchte. Und das wird ja bestimmt auffällig werden, so spezielle Morde. Ja, das war es ja schon in den Zeitungen, in dem Discoop. Ja. Kaufen wir eine Zeitung, rufen bei Discoop an und wir können uns dann immer noch überlegen, ob wir bei Miss Shafik anrufen oder ähnlichem. Und dann auf zu seinem Landhaus. Ja. Emilia, möchtest du bei der Scoop anrufen? Das kann ich gerne machen. Ich würde dass wir beim nächsten, Post Office oder irgendwas halten und dort eine der öffentlichen Telefonapparate nutzen und bei unserem Freund von The Scoop anrufen. Mickey Mahoney war das, ne? Genau. Mickey Mahoney. Hallo, Mr. Mahoney. Ja, yeah, wen haben wir denn da? Emilia Brown. Sie erinnern sich, wir waren die Freunde von Mr. Elias. Ach ja. Ja, was gibt's, Miss Brown? Wir versuchen weiterhin, seinem Tod auf den Grund zu gehen. Und aha. Mussten daher... Und, haben wir was rausgefunden? Ja, dazu will ich gleich kommen. Wir mussten dazu einige Zeit aus London... hinaus, haben aber zuletzt von einem Feuer in der Pendu Foundation gehört. Haben Sie davon etwas anderes mitbekommen noch? Ein Feuer in der Pendu Foundation? Ja. Ja, davon spricht die ganze Stadt, ja. Steht das Haus noch? Das Haus ist abgebrannt. Da ist nicht mehr viel übergeblieben. Und Mr. Wurde Gavin? Völlig
niedergebrannt. Oh nein, so etwas. Wir hatten so etwas schon vermutet. Mr. Warum? Nun, so ein Feuer kann verheerend sein. Ja, das war es wohl. Hat sich Mr. Gavigan dazu geäußert? Haben Sie das noch nicht gehört? Nein, erzählen Sie. Mr. Gavigan ist tot. Er ist tot? Ja, seine Leiche wurde, gefunden. Beim Stadthaus. Sein Stadthaus? Ja, er hat sich wohl selber umgebracht. Er hat einen Abschiedsbrief gefunden. Nein, das ist ja schrecklich. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das verändert alles. Ich werde mich bei Ihnen nochmal melden. Danke. Ja, nicht zu danken. Viel Erfolg. Danke. Wir sollten für ihn noch einen Artikel schreiben. Tragödie in Lesser Edale, Familientragödie oder irgend so etwas. Ihr wisst schon. Definitiv. Ich würde zu den anderen kommen und ihnen sehr aufgeregt diese Informationen weitergeben. Mr. Gavigan ist tot. Er soll sich in seinem Stadthaus umgebracht haben. Die Pennyhoe Foundation ist komplett abgebrannt. Wissen wir, wer seine Nachfolge antritt? Keine Ahnung. Wissen wir auch nicht, oder? Aber angeblich spricht die ganze Stadt darüber. Wir sollten uns dringend Londoner Zeitungen holen. Ja. Und bei dieser Miss Shafik würde ich nicht anrufen. Sie wollte uns doch dazu aufstacheln. Vielleicht hat sie irgendjemand anderen dumm gefunden oder selber gemacht. Ich glaube, ihre Weste ist nicht so blütenweiß, wie sie gerne vorgibt. Ja, besorgen wir uns eine Zeitung. Ja. Ihr besorgt euch eine Zeitung und auch da seht ihr halt die Überschrift Vorsteher der Pennyhoe Foundation wurde tot in seinem Landhaus gefunden. Gestern Abend hatte der Herr in seinem Haus nicht auf das Klopfen der Bediensteten reagiert. Daraufhin sind die Bediensteten dann eingetreten und haben den Mann erhängt an seinem Kronleuchter vorgefunden. Ein Abschiedsbrief war dabei, in dem er wohl irgendwie geschrieben hatte, dass er bei seiner Rolle als Vorsteher der Pennyhoe Foundation versagt hat durch den Brand und sich deswegen das Leben genommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Ich hätte ihn nicht so eingeschätzt. Diesen Eindruck hätte er auf mich nicht gemacht. Er war kein Mann, der einfach so aufgibt und sich wegen eines vermeintlichen Fehlers auch noch das Leben nimmt. Das passt nicht zu ihm. Vor allem ich denke, es hat jemand nachgeholfen. Zumal wir wissen, dass Miss Shafik so etwas ja eigentlich auch uns auftragen wollte. Wie sicher sind wir eigentlich, dass es sich bei dem Toten, der dort gefunden wurde, tatsächlich um Mr. Gavigan handelt? Wenn das, was Miss Shafik gesagt hat, stimmt und der tatsächlich der Hohepriester eines Götterkultes hier in London ist, nun, dann weiß ich nicht, über welche Kräfte oder Wesenheiten er verfügt. War nicht davon die Rede, dass er jeden Tag einen Schatten beschwören kann, der jemanden umbringt? Das klingt nicht nach jemandem. Es klingt nicht nach jemandem, der sich einfach erhängt. Nein. Nein. Nichtsdestotrotz kann er uns jetzt der Theorie nach, wenn er wirklich tatsächlich tot ist, nicht mehr groß behindern bei der Untersuchung seiner Räumlichkeiten. Aber ich glaube, heute und die nächsten Tage wird dort noch ein bisschen viel los sein. Erst das Landhaus, dann das Stadthaus? Ja, ich denke, das ist auch jetzt nach wie vor ein guter Plan. Ja, und vor allem denke ich, wir sind immer noch außerhalb Londons, dass es vermutlich liegt, das Landhaus näher als das Stadthaus. Auf unserem Weg zurück. Lassen Sie uns dort vorbeifahren und die Lage sondieren und ansonsten im nächstgelegenen Pub einfach ein Nachtquartier beziehen. Micha, hätte ich Werkzeug zum Schlüsselknacken dabei?
Nicht, dass wir danach vor der Tür stehen und du sagst, nö, hast du nichts gesagt. Nee, würde ich schon sagen. Ich würde ihm sonst doch gerne Was eine warst du denn? Haarklammer leihen. Was warst du denn beruflich gesehen? Militärarzt. Also ich habe halt theoretisch mein Medizinwerkzeug mit, aber ich habe halt auch, weil ich selber schon vorher in so dieses Übernatürliche investigiert habe. Ja, dann kannst du gerne so ein Dietrich-Set dabei haben, ja. Ja, also wollt ihr euch aufmachen nach Essex? Ja. Gut. Ihr fahrt nach Essex und kommt gegen Abend dort an. So 7, 7:30 abends. Wollt ihr durchfahren oder wollt ihr euch da irgendwo einen Pub suchen, wo ihr oder ein Gasthaus, wo ihr dann unterkommt? Bed and Breakfast. Ich würde tatsächlich erst einmal vorsichtig an der Villa vorbeifahren, die Lage sondieren, ob dort jetzt zum Beispiel momentan viel Polizei steht oder so aufgrund seines Todes. In der Stadt jetzt oder was? Nee, am Landhaus. Nee, beim Landhaus. Könnte ja auch sein, dass die dort auch untersuchen, wenn er jetzt verstorben ist. Oder dort die Trauerfeier ausgerichtet wird. Gut. Ja. Dann fahrt ihr abends zu dem Landhaus rum. Und als ihr der ganzen Geschichte näher kommt, dann seht ihr, dass dieses Landhaus, dieses Anwesen anscheinend auf so einer kleinen Halbinsel zu sein scheint. Also da führt eine Straße über so einen kleinen, wie nennt man das? Und dann quasi. Mhm. Dahin. Brennt Licht? Also sieht man das Haus schon, oder? Nee, aber aufgrund der Tatsache, ihr werdet ja eine Karte haben oder sowas, wo ihr reinguckt, seht ihr dann, dass halt dieser Damm dahin führt, 2 Kilometer, und dass dann da auf so einer kleinen Insel dieses Landhaus ist. Was meint ihr, einfach mal hinfahren und gegebenenfalls umdrehen, oder? Also wir sehen von unserem Standpunkt aus jetzt keine Lichter und können das Haus nicht einsehen. Nein, aber auf dieser es kann nur dort vorne sein, ne? Ist halt auch nichts anderes, ne? Also wir wären sehr exponiert, wenn wir uns da jetzt hinmachen. Das wollte ich damit sagen. Mein Gott, kannst du dich schön ausdrücken? Wir wären sehr exponiert. Aber wir werden nicht wissen, was los ist, wenn wir nicht rüberkommen. Da hast du natürlich auch recht. Wir können zurückfahren in den Pub und versuchen, irgendwie ein Boot zu organisieren, um abgewandt der Straße zu dieser Insel zu kommen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber am besten dann wahrscheinlich morgen früh. Jetzt ist es ja schon dunkel, oder? Mit dem Boot. Jetzt ist es dunkel, ja. Jetzt würde uns aber auch niemand sehen, wenn wir mit dem Boot rüberrudern in der Finsternis. Am Tag werden wir auf dem Wasser trotzdem leichter entdeckt, vermutlich. Bis wir ein Boot gefunden haben, und ich bin kein guter Steuermann. Wir können das probieren. Es ist ja nicht weit zum Übersetzen. Wenn jetzt der Gunnar da wäre, ne? Wollte gerade sagen, da gibt es ja auch sowas wie Boote, habe ich mir doch. Ja, suchen wir uns erstmal eine Unterkunft und einen Pub. Hat es da irgendeine, ich meine, das Dorf oder das nächste Dorf? Wir brauchen dann ja auch ein Dorf, das irgendwie am Meer liegt, sonst haben die ja kein Boot. Ja, in Essex wirst du vermutlich einen Pub finden, und an diesem Seefluss dort, wo dieses Haus liegt, wirst du vermutlich auch irgendwo einen Steg mit einem Fischerboot finden. Ja. Essex ist jetzt nicht so klein, als dass du dort keinen Pub findest, wo du übernachten kannst. Ja, Essex ist ja die Region. Es muss ja irgendeine Stadt oder irgendwas geben. Dorf, das nächste Dorf. Ja, da ist halt so ein Dorf vorne. Da ist halt dieses Dorf, und dann fährst du halt raus und kannst dann halt auf den Damm zu diesem Landhaus raus. Also wie weit sieht denn das auf der Karte noch aus? Wie viel? 2 Kilometer ist der Damm. 2 Kilometer? Da können wir doch auch laufen.
Ja, aber wenn wir laufen auf dem Damm, sind wir genauso exponiert, wie wenn wir mit dem Auto hinfahren. Ja, ist ja nachts, ne? Ist ja nachts. Also da mit stehen dem Boot jetzt hast auch du ja gerade keine auf. Laternen oder so. Wir parken das Auto hier hinter diesen Büschen und gehen einfach mal hin und schauen aus einiger Entfernung. Ich habe ein Fernglas dabei, ob es ob Licht ist, ob jemand dort ist, und dann sehen wir immer noch weiter. Die Idee finde ich gut. Vielleicht ist es besser, sich das Ganze anzusehen, bevor wir uns vor einem möglichen Einbruch irgendwo einmieten als Fremde. Wie die Mehrheit meint. Ich denke, je schneller wir Antworten finden, umso besser. Dann lassen Sie uns gehen. Sirenscape ist so buggy heute, ne? Sind Ich höre wir. gar nichts davon. Also. Nee, ich auch nicht. Versuche die ganze Zeit dieses Auto auszuschalten hier. Ich wollte gerade sagen, ich höre die ganze Zeit nur so ein Auto anfahren. Ja, genau. Dann ist es weg, man fährt es wieder Ja, an. weil fahren wir nicht. Nein, wir drehen um. Nein, wir halten eine. Das passt zu uns. Nein, wir parken es jetzt hinterm Gebüsch und schleichen uns dann im Schutz der Dunkelheit über den Deich Richtung Haus. Ja, so geht ihr über den Deich und schleicht euch an, und je weiter ihr durch den leichten, seichten Regen geht, umso näher kommt ihr halt auch an das Anwesen ran, und ihr seht, dass da halt so ein altes Landhaus, vermutlich, also ihr seht ja jetzt nur diese schwarze Silhouette vor dem Mond quasi mit so ein paar leuchtenden Fenstern. Aber ihr schätzt es so auf 17. Jahrhundert, ne? Und als ihr näher kommt, seht ihr halt, dass das Gebäude von einer 2 Meter hohen Backsteinmauer umgeben ist. Und dass vor dem Tor 3 Wachen stehen mit Gewehren, die geschultert haben. Sieht ja gut bewacht aus hier. Bewachter, als ich es hätte erwartet. Vor allem Naja. für verlassen. Das Wenn heißt aber, man. dass es hier auch etwas zu beschützen gibt. Ich wollte gerade Ja, sagen. sonst würde das gar nicht gerechtfertigt sein. Und Mr. Gavigan kommt mir nicht vor als jemand, der nun etwas unbedacht macht. So wie ich das im Moment mir überlege, ist vielleicht der Gewige einfach nur die Figur, die vorne steht, und alles legale unter sich hat. Er hat die Penny Foundation, die das ganze Geld macht. Er hat ein riesen Landhaus, wo vielleicht dann die ganze Sekte unterkommt. Aber der ist nicht der eigentliche Leiter, sondern diese, wie sagten Sie, Shafik? Miss Shafik? Nein, Miss Shafik ist, wenn dann eher so etwas wie Seine ein Gegenspielerin. Gegensacher. Oder jemand, der zumindest bei ihm in Ungnade gefallen ist. Ja. Naja, aber jeder, der sein Gegensacher ist und bei ihm in Ungnade gefallen ist, der hat jetzt Glück und ist hoch im Kurs. Sie meinen, um seinen Platz einzunehmen? Ja, durchaus. Mir Ich würde gefällt dann aber das nicht. sagen, Wir wir könnten drehen jetzt versuchen, genau. durch den Wald auf die Rückseite zu schleichen. Wer hat von einem Wald gesprochen? Ich dachte, auf dieser Insel drüben ist so Bäume, weil wir ja das Haus vorher nicht sehen konnten, muss irgendwas dort sein, was die Sicht Nee, blockiert das hat. war relativ weit weg und hinter der Mauer und dadurch im Nebel gehüllt, in der Dunkelheit. Dadurch habt ihr es nicht gesehen. Ah, durch den Nebel, okay. Ich habe gedacht, da ist Wald rundherum. Ja, auch vor allen Dingen die Dunkelheit, ne? Es ist wirklich nur so eine kleine Insel, wo dieses Haus ist und wo vielleicht dahinter noch ein größeres Grundstück ist oder sowas. Aber Bäume oder Wald könnt ihr da nicht sehen. Aber dann stehen wir jetzt tatsächlich sehr exponiert hier für diese 3 Wachen. Ja, Habe auf ich so einem mit meinem Damm, Wissen. ne? Klar. Lass sie uns umdrehen. Habe ich mit meinem Wissen über Geschichte so eine Idee davon, wie groß
das Ganze irgendwie ist, mit wie vielen Leuten da irgendwie zu rechnen ist, die sich da drin aufhalten könnten? Also in dem Haus von außen ist halt schon ein großes Landhaus. Okay. So wie zum Beispiel bei Spook in Bly Manor. So ungefähr kannst du dir das von der Größe her vorstellen. Lassen Sie uns also, in den örtlichen Da Pub hätten jetzt gehen. Locker 40 bis 60 Mann Platz drin. Wenn man mal von außen dahin sieht und sich das mal anguckt, würde man da grob überhaupt mal einen Weg erkennen, wo man denkt, okay, vielleicht könnte man darüber reingehen, oder ist das wirklich so, ey, über den Weg haben wir echt... Also das Ganze, die Straße führt an einer Stelle kurz vor dem Herrenhaus über eine Brücke. Und man kommt quasi auch nur über diese Brücke oder aber jetzt mit einem Boot, wie ihr gerade schon eventuell vorhattet, dass man da irgendwo anlegt und über diese Mauer klettern könnte. Okay. Ja, also ohne Boot. Oder ihr schleicht euch so da lang und klettert über eine Mauer, könnt ihr auch hinkommen. Müsstet ihr dann verborgen bleiben. Vom Mond ist ja noch nicht viel zu sehen. Miss Brown? Doch, doch, der geht so auf. Deswegen habt ihr auch die Silhouette des Hauses gesehen. Okay. Ist ja fast noch Vollmond. Ja. Lass uns ins Pub gehen. Vielleicht können wir morgen auch einen Angelausflug machen und einmal um die Halbinsel herumfahren und uns nochmal einen Überblick verschaffen. Und dann entscheiden, wie wir weitermachen. Ja, vielleicht finden wir auch heraus, wer jetzt ein Gavigans Vermächtnis verwaltet und können uns dort als Freunde, die eben erst von dem Trauerfall erfahren haben, vorstellen und uns so Zutritt zum Haus verschaffen vielleicht. Ja. Interessant wäre im Pub, ob hier in der Zeitung, ob das auch schon mitbekommen wurde, dass Gavigan tot ist. Und vor allem, was über ihn gesprochen wird. Ja, tatsächlich. Auch die Bewacher könnten ja hier aus dem Ort stammen. Vielleicht können wir auch so etwas über das ganze Anwesen in Erfahrung bringen. Ebenso ja. Die Bediensteten. Richtig. Also wobei ich denke, da ist ja, glaube ich, die London Times, ne? Die wird ja da nicht nur in London, sondern auch in den Arealen außen verkauft. Ja, notfalls haben wir es ja dabei. Wir können es ja einfach auf den Tisch legen und uns lautstark drüber unterhalten, ob dann jemand hellhörig wird. Ja. Aber glauben Sie nicht, dass die Wächter Teile des Kultes sein werden? Ja. Genau, das werden wir herausfinden. Ja, das es besteht für mich auch irgendwie die Gefahr, dass hier, wenn der Kult hier so etwas wie seinen Hauptsitz hat, nun wir vielleicht tatsächlich in eine Art Wespennest stechen und hier im Ort auch noch wesentlich mehr Menschen beteiligt sind. Lassen Sie uns ins Pub gehen, uns vorsichtig umhören, ob irgendetwas zu hören ist, ob es Tratsch gibt, nicht zu viel verraten. Vielleicht die Zeitung mal auf den Tisch legen, ob jemand drauf anspringt und weitersehen. Jo, so fahrt ihr in einen Pub, der ganz in der Nähe ist. Und ja, macht es euch da gemütlich und lasst euch da was kommen zu trinken. Kommt rein, das heißt 5 after 8 und setzt euch da halt hin und der Wirt kommt dann und fragt euch, was ihr trinken möchtet. Was darf es denn sein, die Herrschaften? Nach dem heutigen Tag ein Pint. Ein Pint die Dame. Und der Rest? Ebenso. Whisky für mich. Ich würde auch einen Whisky. Pint nehmen. Aber bitte nur ein kleines. Okay. Ja, er nimmt eure Bestellung auf und bringt euch dann den Kram vorbei. Wer ist denn da so in diesem Pub außer uns? Das sind halt Einheimische, ne? Irgendwelche Bauern und Kaufleute, die da ihren Abend genießen. Über was unterhalten sich die? Kann man die so ein bisschen
belauschen? Ja, die unterhalten sich übers Wetter, über das Bier. Aber irgendein auffälliges Gespräch fällt dir nicht auf. Also zumindest scheint sich da niemand über Gavigan oder so zu unterhalten. Dann würde, wenn der Wirt zurückkommt und uns die Gläser hinstellt, ihn dann doch tatsächlich fragen, ob er den Mr. Gavigan kannte. Mr. Gavigan? Von der Penny Foundation, dem das Landhaus draußen gehört. Ja, genau. Ja, ich habe von ihm gehört, aber er war jetzt nie Gast hier oder so, wenn Sie das meinen. Ach, tatsächlich, hat er Sie nie besucht? Nein, wenn er da war, war er nur in seinem Landhaus. Er hatte seine Bediensteten, die für ihn einkaufen waren und alles gebracht haben. Ja, es ist aber auch eigentlich nie viel los. Nun, da werden die Bediensteten sicher bald eine neue Stelle brauchen. Wird es viele Leute treffen, die in seinen Diensten standen? In dem Landhaus? Nein, wenn überhaupt eine Handvoll Bediensteter. Kommen die hierher? Ich denke, die werden doch in der Umgebung wohnen, oder? Ab und zu mal. Aber auch nicht so oft. Kann ich irgendwie feststellen, ob er bei dem Namen Gavigan und dem Gespräch darüber irgendwie zusammenzuckt oder so, dass er den Namen nicht mag? Oder? Nee, kommt jetzt gerade nicht so vor. Sind denn aktuell viele Leute drüben in dem Landhaus? Von wegen Verabschiedung oder so? Ich glaub nicht. Also ich hätte jetzt nicht mitgekriegt, dass jemand da runtergefahren wäre. John, hast du was mitgekriegt? Ist im Landhaus was los? Ja, ich glaube, gestern kam eine ganze Rotte an. Die, weiß nicht, vielleicht wollen die den alten Gavigan da beisetzen oder was auf seinem Grund. Ich habe keine Ahnung. Oh, das wusste ich nicht. Wahrscheinlich sind doch welche da. Vielleicht gibt es dort eine Familiengruft oder ähnliches. Das ist ja eigentlich ein durchaus tragischer Todesfall. Ja, und so plötzlich. Ist noch gar nicht so lange her. Wenn sich jemand umbringt, ist es immer sehr plötzlich, ne? Ja, wir haben vor Tagen mit ihm gesprochen. Und da macht er noch einen völlig stabilen und gesunden Eindruck. Mhm. Verstörend. Ja. Und waren Sie mit ihm verwandt oder warum interessiert Sie das so? Nein, nur bekannt. Okay. Und wir haben uns jetzt einige Tage außerhalb Londons hatten wir etwas zu erledigen. Und als wir zurückkamen, haben wir diese schrecklichen Nachrichten gelesen. Und nun, ja, es hat uns doch irgendwo bestürzt, weil wir eben erst kürzlich noch mit ihm gesprochen hatten. Ich bin Anthropologin, müssen Sie wissen, und hatte ein berufliches Interesse zum Kontakt mit Mr. Gavigan. So wie ich. Die Penny Foundation hat so Ausgrabungen finanziert. Nun, leider werde ich nun keiner Expedition der Penny Foundation mehr nachkommen können. Das ist ja alles sehr interessant, aber haben Sie keine Mutter, der Sie das erzählen können? Waren eigentlich schon Reporter oder irgendetwas da und haben sich nach der Geschichte hier erkundigt? Nope. Nein, hier war niemand. Okay, danke. Nun, wir wollen Sie auch nicht zu lange aufhalten. Danke für Ihr Ohr. Das wäre sehr freundlich. Ich, wenn Sie noch was zu trinken haben möchten oder was zu essen, sagen Sie Bescheid. Auch wenn Sie ein Zimmer für die Nacht brauchen, dann bin ich gern für Sie da. Ja, ein Zimmer bräuchten wir tatsächlich. Oder mehrere. Klingt beides sehr gut. Ich guck mal, was ich da für Sie tue. Ich halte Ihnen was frei. Oh, mit diesen wieder. Worten geht er von eurem Tisch halt weg. Dieser John, den er gefragt hat, was ist das für ein Typ? Wo sitzt der? John sitzt am Tresen, scheint ein Schäfer oder sowas zu sein. Der hat zumindest so Schäferkleidung an und so ein Schafsstab, den er da angelehnt hat. Und der nippt gerade an seinem Pint.
Dann würde ich mein Pint nehmen und würde schauen, ob an der Bar neben ihm ein Hocker frei ist und würde dann da Das ist kein mich Problem, das kannst du hinsetzen. machen. John, nicht wahr? Ah, yeah. Mit wem habe ich die Ehre? Madeline. Madeline, sagen Sie, Sie kannten den Mr. Gavigan? Ja, Miss Madeline. Brown. Was? Ach, vergessen Sie es. Sie kannten Gavigan. Haben Sie für ihn gearbeitet, oder? Nein. Ich treibe schon mal das Vieh hoch auf die Deichwiesen. Es ist gut, weil sie den Boden zusammentreten und damit verhindern, dass der Deich zu locker wird. Ah, verstehe, verstehe. Das heißt, Sie bewirtschaften mit Ihrem Vieh die Wiesen rund um das Anwesen. Naja, wenn man drauf trampeln und vollkacken bewirtschaften nennen kann, dann ja. Sagen Sie, Sie haben gesehen, dass da so viel los ist? Wollen die den Gavigan oben beisetzen? Ich habe keine Ahnung, muss ich Ihnen sagen. Ich habe nur gesehen, dass einige Fahrzeuge heute darunter gefahren sind. Ein schlauer Kerl, wie Sie, gestern, Entschuldigung. Wird doch bestimmt wissen, ob es dort so etwas wie eine Gruft gibt. Ich meine, man kann niemanden beisetzen, wenn... Sehe ich aus wie ein Totengräber? Ich habe doch keine Ahnung, was der Adel da oben treibt. Vermutlich hat der einen ganzen Friedhof dahinter. Ist ja noch ein Riesenareal hinter dem Haus. Zerklüftete Gegend, sehr moorig, Heidelandschaft. Sagen Sie, wie sind denn eigentlich hier die Gewässer? Würde sich es eignen, um im Umfeld dieser Insel zu fischen? Ja, natürlich. Hier die sind ja viele Fischer, die rausfahren. Die gute Angus da drüben zum Beispiel. Ja. Vielleicht muss ich mit ihm reden. Vielleicht hat er ein Boot für uns. Macian, komm mal rüber. Und Angus kommt rüber zu euch. Hey, was gibt's? Die Dame. Guten Tag, Herr. Möchte gerne fischen. Oh, da fällt mir was ein. Als ich ein junger Bursche war, bin ich mal zu einer Frau gegangen, hab gesagt, hallo Frau Fischer, ich wollte Ihre Frau zum Fischen abholen. Ihre Tochter natürlich, sagte sie, aber wer ist noch gar nicht Fischer, wer ist noch Vogel? Da sagte ich, ja, so direkt wollte ich jetzt nicht sein. So, was kann ich für Sie tun? Hätten Sie eventuell ein Boot zu verleihen? Sehen Sie, meine Freunde und ich, wir hatten gedacht, hier in dieser schönen Gegend wäre es doch sicher bestimmt toll, auch mal fischen zu gehen. Ich meine, in der Nähe des Deichs müsste es sich doch anbieten zu fischen. Meinen Sie jetzt fischen oder? Nein, ich meine tatsächlich den Wurm mit der Angel ins Wasser zu halten. Das verstehe ich. Das möchte ich falsch verstehen. Also, hätten Sie ein Boot zu vermieten? Was zahlen Sie denn? Also, vermieten eigentlich ungern. Ich kann Sie gerne fahren. Oder können Sie mit einem Motorboot umgehen? Mit einem Fischkutter? Denn ich bin jetzt mehr so für ein Ruderboot. Hätten Sie ein Beiboot, das Sie Ach, entbehren ein können? Ruderboot. Ja, das können Sie haben, klar. Aber da können Sie sich auch einfach eins nehmen. Die liegen da am Ufer. Die sind sowas wie Kollektivgut. Wenn da jemand eins braucht, dann nimmt er sich einfach eins. Na gut, wir möchten ja niemanden etwas klauen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Klauen. In einigen wurden die grünen Sitzbänke rausgehauen. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Wahrscheinlich Vandalen. Nichts ist den Leuten mehr heilig heutzutage. Ja. Ja. Aber vielen Dank. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja. Und wenn Sie mal wieder fischen wollen, melden Sie sich. Weiß ich, an wen ich mich melden muss, natürlich. Würde zurück an meinen Platz gehen. Angus Macian schreitet davon, ja. Ja, dann geht zurück zu deinen Leuten. Ja,
Gut. Ruderboot können wir uns jederzeit am Ufer nehmen und irgendwie sollen wir uns vor den grünen Sitzbänken in Acht nehmen, die fehlen oder so. Ja, ja, wenn Ruderboote einfach zu nehmen sind, ich würde mal gucken auf eine Uhr. Warum nicht jetzt? Also noch? Er hat mir auch verraten, dass hinter dem Haus, würde ein bisschen leiser sprechen, noch ein großes Areal angeschlossen ist, das zum Teil auch zerklüftet sein soll. Ich denke, wenn wir es geschickt anstellen und über die Rückseite mit dem Boot uns Zugang verschaffen, könnten wir möglicherweise unerkannt zum Haus kommen und müssten zumindest nicht an diesen Wachen vorbei. Aber hatten Sie nicht auch gesagt, dass es ein etwas mooriges Territorium ist? Gut, man wird immer noch darauf achten müssen, wo man hintritt. Na gut, der Perry, der ist immer noch so ein bisschen was angeschlagen. Ach nee, Mr. Green, Sie sind ins Moor gelaufen. Ja, diesmal nehmen wir ein Seil mit. Und vielleicht einen langen Stock, damit man den Boden vielleicht testen kann. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine gute Idee und ich verspreche nicht vorzulaufen. Tatsächlich, welche Ausrüstung sollten wir mitnehmen? Wir haben den Schein zu warm. Wir haben noch die Taschenlampen. Gut, die würde ich aber nach Möglichkeit auslassen, aber um nicht entdeckt zu werden. Sie. Ja, natürlich. Sofern jemand damit umgehen kann, ein Dietrich, eine Brechstange. Mit einem Dietrich kenne ich mich ein bisschen was aus. Ja, wollen wir wirklich noch heute Nacht hin? Wollen wir wirklich noch heute Nacht hin, oder wollen wir abwarten, bis die Besucher vielleicht wieder weg sind? Nun, umgekehrt könnte es auch sein, dass man aus London jetzt jede Menge Leute rausgeschafft hat, um hier etwas durchzuführen. Dann sollten wir eigentlich vermutlich keine Minute verstreichen lassen. Vielleicht sollen wir uns den Schlüssel für die Zimmer abholen und dann noch ein Mitternachtsspaziergang durchführen. Ja, die Beine vertreten. Das klingt vernünftig. Lassen Sie uns hier etwas essen. Ja, dann sind wir für die Nacht gerüstet. Hängt das Mahlzeit. Ach, tatsächlich genieße ich mittlerweile unsere Abenteuer, diese Aufregung. Ja, wobei ich auf die Verletzungen verzichten könnte. Ich bin immer noch etwas angeschlagen. Ja, die heilende Bisswunde, sie juckt auch immer noch fürchterlich. Ja. Die Creme immer dreimal täglich auftragen, das wird schon wieder. Aber ich denke, niemand geht es so gut wie uns. Wir haben immerhin sogar den persönlichen Doktor mit dabei. Wer wurde denn nochmal alles gebissen? Ich wurde gebissen. Ich weiß nicht, ob es bei mir war, ich glaube nur die Klaue, aber... Ich glaube, bei mir war es auch nur die Klaue. Da hat mich ja, glaube ich, Wolle zu Boden gewischt. Du wurdest komplett erwischt, meine ich. Ich hatte doch ganz am Anfang total zerruppt. Da hat, meine ich, der Biss geklappt und gebissen, dann die Klaue. Gebissen glaube ich nicht, oder? Ich meine auch, dass du gebissen wurdest. Ich für dich mit. Das glaube ich aber für dich mit. Also ich weiß, ich habe keinen Schaden bekommen. Ich habe nur alles wieder verarztet. Ich habe nicht allzu viel Schaden bekommen, das weiß ich noch. Darf uns Dr. Payne denn nochmal verarzten, jetzt wo wir im Prinzip wieder einen Tag unterwegs sind? Nein? Nee. Schade. Nee. Kann ja mal fragen. Aber ihr könnt euch gerne jeder einen Punkt wieder dazugeben. Ein Trefferpunkt. Einen Trefferpunkt. Yay. Ja, einen pro Tag. Halt mal drauf. Obwohl ich als Arzt dabei bin und nicht und helfe. Ihr habt euch doch schon verbunden und alles. Außerdem habt ihr ja schon die doppelten Trefferpunkte. Ach, das sind Doppelte. Ihr habt die Doppelten. Normalerweise hättet ihr nur die Hälfte und wärt alle wahrscheinlich, also zwei, drei Leute wären schon länger draufgegangen. Dann wäre der Panel schon dreimal tot gewesen, oder was? Das kann gut sein, ja. Also wenn ich mir das so anschaue, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, alle Proben versemmelt.
Ich habe die Geschicklichkeitsprobe versemmelt, das war's Ausweichen war versemmelt und die Konstitutionsprobe war dann auch versemmelt. Deswegen war ich dann bewusstlos. Wir haben letztes Mal so ziemlich alles beim Würfeln versemmelt. Unglaublich. Also, gehen wir. Aber in dem Ganzen war zu erkennen, dass ich tatsächlich nur einmal die Konstitutionsprobe gemacht habe und da kam mir schlecht mit Klaue und Biss gleichzeitig treffen, oder? Doch. Der Doch. hat zweimal mit Der Klaue und hatte drei einmal mit Biss. Angriffe pro Runde. Der hatte einen Biss und zwei Klauen. Ich habe nur einmal gewürfelt. Was er dann mit mir gemacht hat, weiß ich nicht, weil da waren die Lichter aus. Ja, das hast du ja gemacht, weil du so viele Trefferpunkte verloren hast. Ja, damit ich uninteressant bin. So, was geht? Wir Also holen wie. unsere Zimmerschlüssel und gehen danach, gehen später nochmal raus, oder? Ja, nehmen ein Ja. Abendessen zu uns und gehen später nochmal Wir raus ziehen. dann. Okay. Ihr dreht. Ja, wann wollt ihr denn raus? Bärstunde ist um 1. Ja, wir haben ja den Schlüssel, Um damit sollten wir 12. wieder Weiß ich reinkommen. nicht. Spätes Abendessen um 11 und dann. Nein, so diese Sperrstunde in der Kneipe meine ich. Haben wir nicht einen Ja. Schlüsseldorf extra für Die ist schon bekommen? um 11 in Ja, der ja. Kneipe, oder? Um 11 ist sie schon. Aber es Also macht dann nichts, kurz wir würden danach. trotzdem Ja, ein gut, Stückchen dann. spazieren gehen und Genau, dann geht das ihr Boot raus nehmen. um 11:30 und schleicht euch dann durch die nebligen Gassen hinunter zum Meer. Eure Schritte hallen wieder auf dem Kopfsteinpflaster der Nacht. Und ihr lauft halt über. Nehmt euch ein Boot und fahrt dann hinüber zu dem Herrenhaus. Eure Paddel platschen ins Wasser und ihr versucht möglichst ruhig zu sein und wie ein großer, gewaltiges, also wie ein großes, gewaltiges Monster liegt dieses Herrenhaus hinter den Mauern vor euch und wird mit jedem Ruderschlag ein bisschen größer. Ja, wir versuchen auf die Rückseite zu kommen, wo der eben beschrieben hat, dass da nur die Ländereien sind und die Landschaft eher zerklüftet ist. Also bin jetzt von was Felsigem ausgegangen, wo du dazwischen eher unerkannt hochklettern kannst. Wende doch Wir nicht das müssen Wort es ein bisschen klettern. leiser machen. Ja, ihr paddelt darum, bis ihr an der Hinterseite seid und steigt dann halt oder legt da an. Und ja, ihr seht, dass der hintere Teil nicht hinter der Mauer verborgen ist. Also die Mauer geht zwar einmal rum, aber hinter diesem Ding ist halt noch Gelände. Und da ist halt so eine eine sumpfige Moorlandschaft, die jetzt im fast kompletten Vollmond da vor euch liegt. Gut, dann sollten wir versuchen, hier irgendwo an Land zu kommen. Ja, ihr legt da halt an und seht jetzt halt auf der linken Seite dieses Herrenhaus. Da ist irgendwie ein großes doppelflügiges Tor, das aber verschlossen ist. Und nach rechts hin ist halt diese Heide- und Moorlandschaft. Die ist durchzogen von leichten, sanften Hügeln. Sieht so ein bisschen aus wie bei Der Hund von Baskerville. So ein leichter Nebel liegt über den Feldern, alte, knorrige Bäume stehen da. Und weiter hinten seht ihr so zwei Erhebungen, die recht auffällig da stehen. Das Tor an sich hat aber jetzt kein, hat halt ein Schloss, aber ansonsten keine irgendwie Wachen oder sowas, die da Schleichst du hin rumstehen. und guckst? Also du siehst ja jetzt keine Wachen stehen. Aber es ist halt zu, es ist so ein großes doppelflügiges Stahltor. Ja, also ich würde, also um dahin zu gehen, würden wir aber nicht durchs Moor müssen, ne? Das Tor ist ohne Moor zu erreichen. Ja, das ist ohne Mord erreicht. Dann würde ich mich da mal hinschleichen wollen zum Tor. Ja, oder würfeln wir auf verborgen bleiben?
Du versuchst dich darüber zu schleichen. Gibst du Glück aus, oder? Ja, ich würde mal Glück ausgeben. Ich habe noch so viel. Na dann hau raus. Und schleichst dich dann dahin. Und du guckst dann so ans Gitter und ruckelt so leise, aber ist halt wirklich verschlossen. Und dahinter siehst du einen Weg, der durch so eine kleine Parkanlage halt zu diesem alten Herrenhaus hinüberführt. In einigen der Räume da brennt Licht und du siehst Personen, die da hin und her laufen. Und sich da anscheinend, also im Schattenspiel siehst du, dass sie sich umzuziehen scheinen. Kann ich die anderen, also würde ich sehen, dass wenn die anderen hierher kommen würden, dass keiner von innen die sehen würde? Würfel mal auf Verborgenes erkennen, aber bitte als SL-Wurf. Verdeckter SL-Wurf, ne? Ne, da ist niemand. Ja, dann würde ich die anderen halt mal rüberwinken. Du hattest von irgendwelchen Erhebungen gesprochen. Genau, so Hügel. Ist auf dem Weg zu dem Türchen irgendwie zu sehen, ob es irgendwie einen Laufweg, einen öfter benutzten Weg in das vom Gelände in das Moor gibt? Ja, genau. Der kommt halt quasi durch diesen Park, geht durch das Tor und von da aus dann ins Moor rein. Genau. So ein Kann Kiesweg man ist das. im Schein des Mondlichts erkennen, wo man durchs Moor gehen kann, um zu diesen Erhebungen zu kommen? Die Erhebungen sind noch weiter weg, aber der Kiesweg scheint so in die Richtung zu führen. So weit, wie ihr ihm jetzt optisch folgen könnt. Emilia, Ja. lassen Sie uns dem Kiesweg folgen. Sehen wir uns diese Erhebungen an. Ja, auch mich zieht es irgendwie dorthin. Auch wenn alles in dem Haus zu sein scheint. Aber Peine winkt euch gerade ran, ne? Eine. Pain. Ich würde ihm zurückwinken, er soll zurückkommen. Ja, dann würde ich halt wieder zurückschleichen. Miss Brown und Miss Vaughan möchten zu den Erhebungen. Was haben Sie denn gesehen? Ich hab mal geguckt und es sah so aus, als wenn die Leute sich umziehen würden. Als Vielleicht für ein Ritual. das war meine Lassen Sie uns zu diesen Aufmerksamkeit. Erhebungen gehen. Vielleicht haben wir von dort auch einen besseren Überblick. Ja, dann Sind die könnten wir so auch im weit Haus etwas weg? verpassen. Sind die Erhebungen sehr weit weg? Also einfach, ist es wirklich sinnvoll, dass man einen guten, besseren Überblick hat von den Erhebungen oder Ah, ist ihr das schon so schätzt weit weg? so 500 bis 800 Meter. Jetzt nicht so weit. Ja, dann wäre das vielleicht schon sinnvoll. Die Frage ist, machen Sie das Ritual hier oder verlassen Sie dafür das Haus? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass Sie das im Haus machen würden. Man kann ja nicht immer auf das Wetter achten, besonders hier in England. Da haben wir so viel Regen, da kann man nicht so viele Sachen draus machen. Außerdem würde man von teilweise dann Sachen auch vom Ufer aus sehen, wenn dann Rituale abgehalten werden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Rituale, wenn dann drinnen stattfinden würden. Mr. Green, hatte Ihnen Miss Lafitte nicht mehr über die Rituale erzählt? Dass ich wüsste, ich glaube, das war mehr zu Perry. Sie hatte mehr mit Perry geredet. Auch wenn es ein bisschen gefährlich ist, am interessantesten wäre tatsächlich, wenn zwei Leute zu den Hügeln gehen, um dort einen besseren Überblick zu gewinnen, und zwei Leute vielleicht hier warten, ob die Anhänger hier herauskommen, ob sie dort bleiben. Ja. Ich würde mich da mal Wie wollen wir umgucken, uns oder? verständigen? Ja, das wird leider nicht möglich sein. Ich würde mich mal umgucken, ob man sich denn hier irgendwo verstecken könnte, wenn jemand rauskommen würde. Bringt ja nichts, wenn wir uns dann hier draußen aufhalten, aber hier, wenn man sich hier nicht irgendwie. Also doch, da sind schon genügend Steine, alte Stämme und kleine Hügel, wo man sich jetzt verstecken könnte.
Gut, dann lassen Sie uns jetzt zu den Hügeln gehen. Ja. Die würde dann Denken Sie losgehen. dran, hier das Paddel mitzunehmen und vorher zu testen, wo Sie hintreten. Nehmen Sie Danke für lieber den einen Tipp. Stock. Die Paddel brauchen wir fürs Boot. Nicht, dass eins verloren geht. Wenn wir nichts finden, kommen wir zurück. Und sollte sich die Gruppe doch ins Moor bewegen, kommen sie zu uns. Ich denke, spätestens in, was meinen Sie, Miss Brown? 20 Minuten? Ja, halbe Stunde, denke ich. Ja. 20 Minuten, halbe Stunde, Werden ja. wir wieder bei Ihnen sein. Und sonst gehen wir gemeinsam zum Anwesen. Also die Damen gehen jetzt ins Moor zu dem Hügel und die Herren warten jetzt da oder gehen auch schon Ja, wir rein? verstecken uns. Serene, sollen wir vielleicht nicht doch Richtung Tor gehen und gucken? Da haben wir einen wesentlich besseren Überblick. Nicht direkt ans Tor, falls jemand rauskommt, aber etwas näher ran, wenn es dort noch ein Versteck gibt, können wir schon gehen. Ja, würfelt ihr beiden mal auf verborgen bleiben. Kriege ich einen Bonus, weil ich schon weiß, wo ich lang gehen kann? Ja, aber nee. Was? Nee, mach ich nicht. Fiese Möb, du. Ich hab's geschafft. Er hat's geschafft. Möchtest du den Wurf forcieren? Schlimme Dinge passieren. Also wir teilen uns auf, dass nur Albert Payne entdeckt wird, nämlich nicht. Nee, also Nachdem wir die Erbschaft auch. Würfel gesehen haben, nee, aber ich würde mal forcieren. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Glück gehabt. Ja, ihr findet da irgendwelche Steine oder so Mauerreste, hinter denen ihr euch kauern könnt, und die Damen gehen hinab ins Moor. Ihr folgt dem Pfad und der Kies knirscht unter euren Füßen. Der Nebel steigt auf und scheint euch immer wieder mit einer leblosen und körperlosen Hand am Weiterlaufen hindern zu wollen. Der Vollmond taucht die ganze Szenerie in ein milchig-weißes Licht und spielt mit eurer Fantasie, indem er seltsame Schatten über den Boden huschen lässt oder alte, verwitterte Baumstämme wie knorrige Hände aussehen lässt. Und so macht ihr euch auf den Weg und ihr stellt fest, dass der Weg, dem ihr da folgt, sehr gut befestigt ist. Ihr kommt dann nach etwa 5 Minuten in eine Art kleines Tal, das umsäumt ist von einigen Hügeln. Auf sind diese Hügel, die ihr gerade auch gesehen habt. Da sind zwei groß und auf der gegenüberliegenden Seite des Tals sind noch drei kleinere Hügel. Und auf diesen beiden größeren Hügeln seht ihr einen Pfahl. Also auf beiden Hügeln jeweils ein Pfahl, der etwa 2 Meter hoch ist und der Dunkel auf diesen Hügeln thront, fast wie ein Kreuz. Sind das eigentlich Hügelgräber? Du bist am Tor. Ja, aber die Hügel habe ich ja von selbst von da schon gesehen Ach gehabt. so, und du weißt aus 500 Meter Entfernung im Dunkeln, ob da ein Hügelgrab ist. Naja, aber die Hügelgräber sind ja in England sehr groß und sehr breit. Also sind ja überall verbreitet gewesen. Ja, und du kannst sie nicht unterscheiden von einem normalen Hügel normalerweise. Deswegen frage ich, ob ich das hätte gesehen können. Nein. Aber ich sage mal, die beiden anthropologischen Damen können das Ich jetzt wollte nicht gerade schon fragen. zuordnen. Ja, dann würfel doch mal auf Anthropologie. Oder auf Geschichte, oder? Nee. Aber Archäologie. Hat das Archäologie schon, passt. Madeline hat das schon gepackt. Na, das kann ich Nein, ja also nicht du wissen. glaubst nicht, dass das Hügelgräber sind. Also nach Hügelgräber sieht das nicht aus. Aber diese Stangen da oben drauf, gespenstisch. Aber irgendeine rituelle Stätte ist es bestimmt. Nun, dann ist es Haben wir wahrscheinlich, dass wir irgendwelche hier Besuch solchen bekommen. Pfähle gesehen in Beschreibungen von diesen Traumlanden und allen diesen Geschichten, die sie uns jetzt schon zugetragen haben? War da irgendwo die Rede von Pfählen?
Mach mal einen Wurf auf Cthulhu-Mythos, darfst gerne ein Buch zur Unterstützung nehmen und auf den Wert des Buches würfeln. Wie mache ich das? Und guckst, welchen Mythoswert das Buch hast und würfelst dann auf den Mythoswert des Buches. Wo finde ich das Buch? Ich habe nur Cthulhu-Mythos bei mir im. Wenn du kein Buch dabei hast, dann geht das natürlich. Haben wir schon solche Bücher? Ja, nee. Nichts Cthulhu-Mythos. Nee, hast du noch nie gesehen, aber es erinnert dich ein bisschen an Marterpfähle, von denen du gehört hast. Meinen Sie, hier werden diese rituellen Opfer, die aus London hierher herausgeschafft wurden? Ich vermute es, aber geopfert. Ohne es näher zu begutachten, werden wir wohl keine Antworten finden. Macht mal beide eine Glücksprobe. Als ihr euch wir sind uns aber sehr einig. Diesen 86. Platz anguckt und euch die Pfähle oben auf diesen Hügeln anguckt, da stolpert plötzlich Madeline. Und du prallst hart auf dem Boden auf und als du siehst, worüber oder was du nachschaust, worüber ihr da gestolpert seid, siehst du einen weißen Fortsatz aus dem Boden ragt. Als du deine Hand wegziehst, siehst du, dass auf dem Boden Knochen liegen. Überall vereinzelt Knochen. Ah, nun, ich denke, wir haben hier die zweite Stätte gefunden. Ja. Ja. Das ist kein schöner Ort hier. Die Frage ist, wollen wir mehr herausfinden oder wollen wir diese knochige Plötzlich Erkenntnis mit... Plötzlich hört ihr ein Jammern und Heulen, das aus den Hügeln gekommen scheint. Oder direkt aus dem Nebel. Menschen? Ihr merkt... Nein, das ist nicht menschlich. Das ist alles andere als menschlich. Es hört sich an wie nicht von dieser Welt. Und ihr spürt, wie sich die Haare auf euren Armen aufstellen und ihr euch umschaut. Macht man Stabilitätswurf. Gott sei Dank bin ich stabil. Emilia Swan, du kannst den Wahnsinn von dir abdrängen, aber Madeline, die Panik überpackt dich, überrennt dich, sie packt dich, sie lässt dich zusammenzucken. Du bist zurück in dieser Situation, als diese Kreatur auf euch losgegangen ist. Du merkst, wie Angst in dir aufsteigt und einfach nur die Panik dich überrollt. Dann würde ich in Panik... vermutlich zurücklaufen. Ich würfel doch mal auf. Orientierungskunde hätte ich gerne von dir. Orientierung und zwar einen schweren Erfolg. Könnte ich parallel versuchen, sie... Und du siehst, wie Madeline Brown plötzlich einfach nur noch ins Moor hinausrennt. Könnte ich sie, als ich merke, dass sie panisch wird, kann ich sie da festhalten? Mit Handgemenge? Ja, mach mal einen Wurf. Bitte halt mich fest. Ja. So, Madeline, ein Wurf auf Handgemenge. Sie versucht, dich festzuhalten. Du willst einfach nur weg. Alles gut, Miss Brown, alles gut. Ich weiß, wir müssen hier Kann weg. Kann man sowas absichtlich versuchen? nie im Leben hast du solche Würfe ausgerechnet jetzt. Ach Mensch.
So, Madeleine verpasst dir einen Schlag auf die Nase, der ein elektrisierendes Zucken durch deinen Kopf ballern lässt. Du, aus Reflexen greifst du dir an die Nase und du siehst, wie Madeleine nur von dir wegrennt. Dein Gesichtsfeld ist tränenverklebt. Du merkst, wie dir warmes Blut aus der Nase läuft und dieses Blut plötzlich auf den Boden. Kann ich im Wegrennen meine Pistole ziehen und in die Luft schießen? Warum solltest du das tun? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich bin panisch, ich würde das Ding erschießen. Welches Ding? Ja, das, von dem ich so panisch wegrenne, weil das verfolgt mich doch immer, das hat mir ja letztes schon. Also du willst jetzt schießen? Schieß. Ja. Schlecht wie immer. Du brauchst ja auf nichts schießen, du drückst ja nur ab. Ja. Wichtig ist ja nur, dass du keinen Patzer hast und keine Ladehemmung. Nee. Ihr hört plötzlich einen Schuss im Moor, der sich löst. Was war das? Nee. Sind die auf jemanden gestoßen? Ich schaue panisch Richtung Haus, ob man da den Schuss auch gehört hat, ob man da auch merkt, dass irgendwas passiert, dass man irgendwas sieht. Würde ich auch gerne einen Blick hinwerfen. Was machst du denn weiter? Ballerst du noch mehr rum? Na, ich glaube... Oder sollte das nur eine kleine Nuance sein, um Panik auszudrücken und seine Freunde damit anzurufen? In dem Fall, wenn ich jetzt nicht rational bin und weglaufe, dann... Ja. Vermutlich Tür am nächsten... Eck, wo ich mich verstecken kann, gute Position beziehen. Dem wenn ich wieder Haus und zwei Wachen mit Maschinengewehren kommen heraus und kommen in Richtung Tor. Wenn die beiden rausgehen, gehen wir hinter die beiden und halten sie an. Sie haben ihre Waffe dabei? Ja, aber was meinen Sie mit anhalten? Überwältigen? Ja, wir Pistole in den Rücken, wenn sie sich bewegen, erschießen wir sie. Das wird noch mehr Aufmerksamkeit im Haus erregen. Naja, aber wenn die mit Maschinengewehren kommen, haben wir keine Chance. Okay. Ja, dann kommen noch zwei Männer raus, auch mit Maschinengewehren bewaffnet, treten zu denen an. Was war das? Ein Schuss im Moor. Da muss irgendjemand sich rangeschlichen haben. Geht am besten einmal nach und nachsehen und guckt, was da los ist. Der eine steckt den Schlüssel rein, dreht ihn um, öffnet die Tür und die zwei laufen jetzt Richtung Moor und die anderen bleiben da in dem Tordurchgang stehen. Also könnten wir uns nicht hinter die schleichen, ohne von denen am Tor erwischt zu werden? Nein. Ich schüttle jetzt auch den Kopf, wenn ich es ihm sehe. Da zwei... Und verhalte mich still, weil ich weiß, egal welche von beiden ich jetzt angreife, die anderen kommen denn ja dann ja ruckzuck zu Hilfe. Wir springen zu Emilia Sworn. Dein Nasenbluten wird immer heftiger. Sie hat dich so kacke erwischt, dass es jetzt so richtig läuft und du weißt gar nicht so richtig, wie du es stoppen sollst. Nimmst dann deinen Schal irgendwie und hältst sie den davor. Und das Blut tropft halt auch auf den Boden und so. Und plötzlich hörst du halt, wie laufende Schritte auf dich zukommen. Vermutlich deine Freunde, die den Schuss gehört haben. Siehst ja auch kaum was. Ich würde mich trotzdem, weil ich an die Wachen ja auch denke, trotzdem erstmal irgendwo verstecken wollen. Nee, du machst mir erstmal einen Wurf, einen Intelligenzwurf oder sowas Schönes. Oder einen Ideenwurf machst du mir mal. Wo habe ich denn Idee? Idee ist IN. Ah, IN, okay. Ja, boah, ja gut, du denkst ja, okay, ne? Kann auch sein, dass die im Haus den Schuss gehört haben und versuchst, dich zu verstecken. Verborgen bleiben, bitte. Aber ich brauche einen schweren Erfolg, weil du ja kaum was siehst.
Gut, wenn sie nichts sieht, sehen die anderen auch nichts. Das stimmt. So, du wankst so herum und guckst und suchst da irgendwie was und kannst aber nicht so richtig was finden. Und in dem Moment hörst du plötzlich zwei Männer. Hey, stehen bleiben! Oder wir schießen! Du hörst, wie die halt irgendwas durchladen. Das heißt, die haben mich schon gesehen. Ja. Bitte nicht schießen. Ich würde die Hände hochnehmen und können Sie mir helfen? Legen Bitte. Sie den Schal beiseite. Hände hoch, hinterm Rücken. Ja, natürlich. Bitte, ich bin gestürzt. Lässt du den Schal auf den Boden fallen? Nee, ich würde ihn um mein Handgelenk schlingen. Lassen Sie den Schal fallen. Bitte. Ja, dann lasse ich ihn fallen. Ich lasse mich nicht wegen blutigen Schal erschießen, auch wenn ich ein blödes Bauchgefühl dabei habe. Ja, drehen Sie sich um. Bitte, was wollen Sie? Ich brauche Hilfe. Ich habe Sie einen haben hier nichts zu Bootsausflug suchen. gemacht. Ich habe gestern einen Bootsausflug gemacht. Irgendwie, ich Du bin guckst am die Cliff Männer hängen geblieben. an und dein Blick wird langsam wieder klarer. Und sie legen halt das Gewehr an und du versuchst dich irgendwie zu rechtfertigen. Du merkst, wie eine Wolke vor den Mond zieht. Und die ganze Szenerie verdunkelt. Den Männern fällt plötzlich die gesamte Farbe aus dem Gesicht und ihr Blick geht von dir immer weiter nach oben, nach oben. Plötzlich hörst du hinter dir ein markerschütterndes Brummen, Grollen. Du kannst es gar nicht zuordnen. Und in dem Moment, wo du dich umdrehst, hörst du die Männer nur markerschütternd schreien. Und an der Stelle cutten wir heute, Freunde. Und den Gary wird uns verfluchen. Jetzt haben wir nicht schon den Leiter, der uns umbringen möchte. Jetzt möchte die Madeline uns auch noch umbringen. Ja, nee, sorry, Schön. ich kann ja nicht um Hilfe schreien, ist ja genau das Gleiche. Und wenn der zu mir sagt, mir verfolgt das Monster, das mir so zugerichtet hat, was wirst du machen? Ja, aber hast du denn Stabilität so sehr verhauen? Na, eigentlich nicht, das ist es ja. Eigentlich Ja, habe ist ich doch meine scheißegal. Stabilitätsprobe Hauptsache, die normal Story geschafft. ist geil. Du würfelst immer privat, deswegen sehen wir das gar nicht, Michael, glaube ich. Ich würfel privat? Nee, Na, Michaela. ich würfel Ach scheinbar so. privat. Ich Ja, habe ja. zwar öffentlicher Wurf stehen. Deshalb war ich irritiert, warum ich jetzt die blutige Nase hatte, weil ich ja im Prinzip gut den Ja, sie hat dir doch abgeschlossen einen hatte. gegeben. Ja, sie hatte. Ach so, sie hat, der hat ja nicht gesehen. Sie hat noch besser gewürfelt. Sie hatte. Das, Du. ja, das sehen wir ja nicht. Deshalb war ich so Na, das habt irritiert. ihr Ja, auch nicht dann. gesehen. Ja, ich habe eine Nein. 8 gehabt auf Nahkampf. Verstehst Ah, du? okay. Normalerweise würdest du treffe nie, ja? Ausgerechnet dann. Aber Und ich warum? glaube, Der muss deshalb ja war ich umstellen auf irritiert. öffentlicher Eigentlich ein Wurf. extremer Erfolg. Ja, es steht Ja, auf öffentlicher dann Wurf, ich kann erklärt es dir sich nicht das sagen. mir. Komisch. Ich hatte halt nämlich auch plötzlich so gedacht, hä? Mit einer 19 und dann hat sie die Nase plötzlich Ja, blutig. das Aber hat mich hier, sehr irritiert. hier steht aber auch Verstehst du? nichts. Madeline kann nichts. Madeline kann nichts, aber panisch davonrennen, das kann sie. So. Ja, Ja, gut, aber das erklärt gut. einiges. Schön war es mit euch heute hier. Ich würde sagen, machen wir heute Schluss. Sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder, wenn der Peter dann auch wieder dabei ist, wie immer ich den da wieder reingewurschtelt kriege. Er war wahrscheinlich die ganze Zeit im Pub oder was, keine Ahnung. So, Freunde, Der hat danke nur das Boot für. vertaut. Ja, oder so, genau. Danke für die neuen Follower. Der ist Bild 14, Drop Refresher, Turk. Was habt ihr alle für Namen, ey? Der Curving Pre-Chef. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. So, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir spielen hier morgen das schwarze Auge. Wirtshaus, nee, also Wirtshaus zum schwarzen Keller, wir spielen doch, ey, der Wolf von Winterhall spielen wir doch, ja. So, bis dahin alles Gute und ciao, ciao, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Schönen Abend. Ciao.
Jack, schönen Abend, ciao.